Ja, hallo YouTube, hier ist Kraut68 aus der Nähe von Frankfurt und heute wollte ich mal ein philosophisches Pfeifenvideo machen, weil ich glaube, dass wir hier ein philosophisches Problem haben auf unserem Pfeifenkanal oder Tabakskanal, je nachdem. Und zwar haben wir ein großes Problem mit den Begriffen objektiv und subjektiv. Und wir haben auch ein großes Problem mit der Frage, ob man über Geschmack überhaupt diskutiert oder ob es Sinn macht, über Geschmack zu diskutieren, ob man über Geschmack diskutieren kann. Und da haben ja auch in der letzter Zeit haben ja einige Leute hier Videos eingestellt. Und ich denke, da wollte ich mal eine Videoantwort zu machen. Also der Gunther, der Chemix und der Matthias Thielmann haben sich dazu geäußert, aber auch der Peter, ne, der Hans W. Pittbass, der hatte auch was dazu gesagt. Und ich denke, das ist ein wichtiges Thema. Deswegen mache ich jetzt dieses Video. Ja, wie komme ich dazu, hier so ein Video zu philosophischen Themen zu machen? Ich habe mich als Student mal wissenschaftlich mit Philosophie längere Zeit beschäftigt. Und deswegen traue ich mich jetzt hier einfach mal kackendreist, hier so ein Video zu machen. Ja. Wem das alles zu kompliziert und zu viel ist, der kann ja jetzt abschalten und er guckt halt ein anderes Video, ne? Ja, ich glaube, unser Problem kommt daher, dass es bei Worten oft zwei Ebenen gibt. Es gibt eine umgangssprachliche Ebene und es gibt eine philosophische Ebene. Und oft bedeuten diese Worte in umgangssprachlichen bzw. in einem philosophischen Kontext was sehr Unterschiedliches. Und das ist, glaube ich, bei keinem anderen Wortpaar so eklatant offensichtlich wie bei den Worten objektiv und subjektiv. Objektiv heißt umgangssprachlich, nicht von Gefühlen beeinflusst, vorurteilsfrei, sachlich, unvoreingenommen, unparteiisch. Ja. So, und subjektiv ist das Antonym, also das genaue Gegenteil, ne? Also von persönlichen Gefühlen bestimmt, interessengeleitet, vorurteilsbehaftet, voreingenommen, befangen, unsachlich. Und so wird das ja auch in Talkshows zum Beispiel gerne verwandt. Dann wird einem Diskutanten oder einer Diskutantin vorgeworfen, dass sie eine subjektive Meinung vertrete. Ja, eigentlich ist das ziemlich lächerlich und das werden wir auch gleich, oder ihr werdet auch gleich sehen, warum ich das für ziemlich lächerlich halte. Ja, wenn man jetzt aber philosophisch an die beiden Begriffe rangeht, dann sind die Worte gar nicht so aufgeladen. Da heißt nämlich dann objektiv einfach unabhängig vom Subjekt und seinem Bewusstsein existierend, tatsächlich. Ja. Und subjektiv heißt zu einem Subjekt gehörend, von einem Subjekt ausgehend, abhängig von dem Subjekt. Das heißt subjektiv und objektiv. Also das heißt, es ist viel weniger pejorativ, viel weniger wertend als in der Umgangssprache. Und wenn man sich diesen Unterschied klar macht, dann kann man, glaube ich, große Fehler vermeiden. Ich muss hier mal ein Schlückchen Kaffee trinken, ne? Also Philosoph, ne? Denken hilft, ne? Ja. Ich vertrete hier eine philosophische Position, nämlich die Position des Subjektivismus. Was ist Subjektivismus? Subjektivismus, habe ich mir aufgeschrieben hier, bezeichnet allgemein jene Betrachtungsweise, die ihren Ursprung in der individuellen Natur des Vorstellenden oder Empfindenden hat, also vom Subjekt ausgeht. Sie zeigt Merkmale von Parteilichkeit, Willkür und Unsachlichkeit, also es gibt da ein Problem. Subjektivisten sind der Meinung, dass Erkennen und Handeln vor allem oder nur subjektiv gerechtfertigt werden können. Ne? Also bei dem Handeln, da gibt es große Unterschiede unter den Subjektivisten. Bei der Erkenntnis, da sind die sich relativ einig. Ja. So, also der Nachteil ist natürlich klar, ein Subjektivist hat immer das Problem, dass er eben sehr schnell in den Untiefen der Parteilichkeit, Willkür und Unsachlichkeit landet und da auf Grund läuft. Aber es gibt auch einen großen Vorteil vom Subjektivismus und der wird bei uns, glaube ich, immer unterschätzt. Und das ist, wenn man sich als wahrhafter Subjektivist versteht, dann braucht man ein gerüttelt Maß an Empathie, an Einfühlungsvermögen. Warum? Ich weiß als Subjektivist, dass Meinungen subjektiv sind und auf
persönlichen Erfahrungen, Vorerfahrungen und Bedingungen beruhen. Und deswegen ist es für mich auch leichter zu ertragen, dass jemand anders eine andere Meinung hat als die meinige, weil das eben keine letzte Wahrheit ist, eine objektive Tatsache, sondern es ist einfach eine Meinung, die jemand anders vertritt und die kann ich mir deswegen auch erstmal in Ruhe anhören. Ja? Und, und ich kann auch versuchen, emotional, das meint Empathie, ich kann auch emotional versuchen nachzuvollziehen, wie kommt denn der zu dieser Position? Ne? Und das ist, glaube ich, in Diskursen keine schlechte Verhaltensweise, wenn man sich fragt, warum sagt er das jetzt? Ne? Also was hat das mit dem zu tun, wenn er das sagt? Ja? Das hilft einem nämlich, den dicken Hammer in der Diskussion erstmal im Koffer zu lassen oder im Schrank und nicht gleich drauf zu kloppen, sondern das führt meines Erachtens zu einem besseren Verständnis. Ja, und das ist der große Vorteil, den die Subjektivisten meines Erachtens haben. Aber es gibt natürlich ein großes Problem und das kann man nicht bestreiten. Das ist nämlich das Problem, wie kommt man jetzt zu Gewissheit oder Wahrheit oder wie kommen wir zu verallgemeinbaren Dingen. Ja? Und da möchte ich als jemand, der in der Nähe von Frankfurt lebt, möchte ich jemanden einwechseln, nämlich meinen Starspieler im Sturm, das ist er hier, das ist Jürgen Habermas. Jürgen Habermas hat sich sein Leben lang mit Fragen, genau diesen Fragen beschäftigt. Also wie können wir Wahrheit kommen? Und er sagt, die Quelle der Vernunft ist der Diskurs. Das heißt, die Kommunikation zwischen Menschen, das ist das Entscheidende. Und der Habermas hat Regeln dafür aufgestellt, wie man solche Diskurse führen kann, damit sie funktionieren. Das ist nämlich das Wichtige daran, ne? Weil wenn man das nicht hinkriegt, dass der Diskurs läuft, dann hat man als Subjektivist tatsächlich ein echtes Problem. Ja, weil dann können wir uns im Prinzip über gar nichts mehr verständigen und das kann sich ja jeder vorstellen, zu ungeahnten Konflikten und großen Problemen führen. Ja, also nochmal ein Schlückchen hier, um die Stimme zu ölen. Ja, also Habermas sagt erstmal, Diskurse müssen verständlich sein. Wir müssen uns einer verständlichen Sprache befleißigen, sonst können wir nicht miteinander über die Dinge reden. Das ist zwar banal, aber wir alle kennen den Satz, Populanten von Domizilen mit transparenter und fragiler Außenstruktur sollten davon absehen, mit Granitkomplexen zu lancieren und verstehen kein Wort. Wenn man aber sagen würde, wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Stein werfen, dann verstehen es alle. Ne? Also wir müssen uns schon um Verständlichkeit bemühen. Das ist eine wichtige Sache, sonst funktioniert es einfach nicht. Ne? Dann sagt er, ja, ein Diskurs hat dann einen Geltungsanspruch, wenn er auf eine objektive Wahrheit zurückgeführt werden kann. Das ist bei uns Pfeifenrauchern hier, wenn wir über Tabak und Pfeifen reden, natürlich schwierig. Ne? Aber wir können ja mal Begründung liefern für unsere Meinung, die wir hier kundtun und uns so der objektiven Wahrheit wenigstens annähern. Ne? Ich bringe mal ein Beispiel. Wenn jemand sagt, Aromaten finde ich scheiße, dann ist das eine Meinung, aber keine gut begründete Meinung. Und zu der kann man eigentlich auch im Prinzip gar nichts sagen. Ne? Ich kann dann sagen, ja, finde ich auch so oder nee, finde ich nicht. Und dann ist der Diskurs auch schon zu Ende. Wenn man jetzt aber eine Begründung liefert und sagt, ich mag keine Aromaten, weil die sottern so sehr in der Pfeife, wenn man die zu heiß raucht und die viele Aromatisierungen halten auch nicht bis zum Schluss durch. Damit kann ich was anfangen. Ja? Dann kann ich mir nämlich überlegen, ja, vielleicht raucht er die immer zu schnell. Also könnte man demjenigen den Tipp geben und sagen, pass mal auf, ich glaube, du musst einfach ein bisschen langsamer rauchen und dann sottern die auch nicht mehr so viel. Oder man kann ihnen eine Empfehlung geben und sagen, ja, probier doch mal einen Aromaten von Michael Apitz, weil da wissen wir, die schmecken von vorne bis hinten richtig durch. Oder versuch's mal mit der Meistermischung von Cola aus dem Kopf, das ist ein Cube Cut. Da hält die Aromatisierung auch bis zum Schluss durch und die ist auch nicht so doll gesoßt, dass es furchtbar sottert, wenn man da jetzt ein bisschen schneller an der Pfeife zieht. Und so könnte man in einen vernünftigen Diskurs über Aromaten eintreten. Also das heißt, wir können diese zweite Bedingung auf objektive Wahrheiten zurückführen. Das können wir zwar nicht erreichen in dem Fall, aber wir können Begründung liefern und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Ja, dann sollten unsere Diskurse normativ richtig sein. Sie sollten sozialen, ethischen, juristischen Normen entsprechen. Das heißt, wir sollten uns hier nicht beleidigen. Wir sollten die Regeln des Taktes einhalten. Ist eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit. Und das gelingt ja hier auf der, in der YouTube-Community eigentlich auch immer, ich finde, sehr gut. Ja? Und jetzt kommen wir zum springenden Punkt. Dieser Diskurs kann dann einen Geltungsanspruch für sich in Anspruch nehmen, wenn er subjektiv wahrhaftig ist. Subjektiv wahrhaftig. Was heißt das? Das heißt, das, was ich sage, muss auch wirklich meine Meinung sein. Ja? Das heißt, also wenn ich hier zum Beispiel den Plumcake oder die Solid Mixture über den grünen Klee lobe, dann sollte das auch wirklich meine Meinung sein. Und ich sollte mich nicht verstellen und mir heimlich ins Fäustchen lacken und sagen, jetzt rauchen die Deppen alle diesen Scheiß-Tabak. Eigentlich mag ich viel lieber starke Perix oder sowas. Ne? Das ist natürlich, dann funktioniert ein Diskurs nicht, das ist ganz klar. Aber da haben wir, glaube ich, hier auch weniger Probleme mit bei YouTube und unserem Pfeifenkanal. Ja, was ist noch zu beachten laut Habermas? Also wir müssen verständlich sein, wir sollten es auf objektive Wahrheiten zurückführen können, er muss normativ richtig sein, der Diskurs, und subjektiv wahrhaftig. Und es gibt auch noch ein paar andere Regeln, die zu beachten sind. Es muss gleiche Chance auf Diskursinitiation bestehen und Diskursbeteiligung. Das heißt, jeder muss einen Diskurs eröffnen können und jeder muss sich an dem Diskurs beteiligen können. Aber da ist ja YouTube eigentlich eine fantastische Plattform, die da echt Möglichkeiten bietet. Ja. Es muss gleiche Chance auf Deutungsqualität und Argumentationsqualität geben. Das heißt, wir sollten ungefähr die gleichen Bildungsvoraussetzungen haben. Ich denke, das ist hier im Rahmen der Unterschiede, die es da immer gibt, gegeben. Er sollte herrschaftsfrei sein, also es sollte Akephalie herrschen. Das heißt, niemand sollte in der Lage sein, den Diskurs einfach abzuwürgen und zu sagen, das ist so, weil ich das sage. Ja. Und es sollte keine Täuschung der Sprechintention geben. Ne? Also das heißt, ich sollte keine verborgenen Absichten haben oder manipulative Absichten. Da hatten wir ja hier mal so einen Fall, wo der Yogi dann erklären musste, ob er virales Marketing betreiben muss oder nicht. Aber ich denke, da sind wir hier eigentlich auch eher ganz gut unterwegs auf YouTube. Ja. Und wenn man diese Regeln beachtet, dann kann man durchaus einen Diskurs führen, über Tabak, und dann macht es vielleicht auch Sinn, Tabak-Reviews zu veröffentlichen, in denen Geschmacksurteile letzten Endes von sich gegeben werden. Ne? Und das führt uns dann zu der Frage, was ist denn von diesem lateinischen Spruch De gustibus non disputandum, also über Geschmack könnte man nicht streiten, zu halten. Also eigentlich ist es klar, ne? Also ich bin der Meinung, man kann sehr wohl über Geschmack streiten, man kann sich auf alle Fälle über Geschmack begründet unterhalten. Man kann sagen, mir schmeckt das, weil, oder mir schmeckt es nicht, weil. Und dazu können andere Leute auch Stellung nehmen. Ne? Die können sagen, oh, ich glaube, du machst da was verkehrt, oder ich versuche doch mal was anderes, oder was so in die Richtung geht, aber ein bisschen anders ist, vielleicht schmeckt dir das da. Und darüber kann man reden. Und das macht auch Sinn, darüber zu reden. Und das hilft uns auch regelrecht als Pfeifenraucher, wenn wir darüber reden, weil wir nämlich so einfach auch Tabake entdecken, die wir sonst nie geraucht hätten. Und das ist eine echte Bereicherung. Und das, obwohl wir total subjektiv sind. Ja? Das heißt also, ich würde sogar so weit gehen und sagen, die Gustibus non disputandum, wer sowas sagt, der will eigentlich ein Diskursverbot. Ja, das geht so in die Richtung Political Correctness. Ne? Dazu kann man eigentlich nichts sagen oder darüber darf man nicht sprechen. Das ist völliger Quatsch. Ja? Natürlich kann man darüber sprechen, wenn man sich an diese Regeln hält, die der Habermas da formuliert hat. Ja? Also wenn wir uns nicht gegenseitig beleidigen und anpampen, sondern wenn wir gut begründet hier sagen, der Tabak ist gut oder schlecht, oder ich finde diese Pfeifen gut oder diesen Hersteller gut oder schlecht, wenn man das begründet. Und dazu können ja die Leute dann auch begründet Stellung nehmen und das unterstützen oder eben eine Gegendarstellung der Dinge zeigen. Und das hilft uns dann hier, glaube ich, ganz schön weiter. Ja, ich hoffe mal, das ist jetzt dann auch eine Videoantwort auf den Gunther, also den Chemix, oder den Matthias Thielmann und den Hans W. Pittbass, also den Peter. Also wir können sehr wohl Diskurse führen über Tabak und es macht auch Sinn, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt. Ja? Also wenn man sagen würde, ja, also
das ist doch alles nur subjektiv, was ihr hier macht, dann müsste man eigentlich sagen, wir sind alle komplette Idioten. Wir verbringen seit Jahren Zeit damit, etwas zu tun, was völlig sinnfrei ist, nämlich sich gegenseitig Geschmacksurteile vorzutragen. Das macht aber Sinn, weil wir, wenn sie begründet sind, weil wir dann eben in der Lage sind, darauf zu reagieren und auch unser Verhalten, zum Beispiel unser Kaufverhalten, dementsprechend anzupassen und zu verändern. Ja, oder eben vielleicht einen Tabak nicht zu kaufen, weil wenn jemand anders, dessen Geschmack ich ungefähr teile, sagt, also, puh, bei mir hat der nicht so gezündet oder ich fand den nicht so toll, dann kann ich hier wirklich Geld sparen. Und das ist, das ist dann eine feine Sache. Ja. Also deswegen, und eine Sache zum Schluss, ich glaube, was wir vielleicht mal aufhören sollten zu tun, und in England und Amerika macht das übrigens kein Mensch, wenn man da Videos guckt, ist, sich immer in die Brust zu werfen und sagen, ja, es ist ja nur meine subjektive Meinung. Ne? Der Heiko, der Turbo, 9000 Turbo hat das neulich auch gemacht in seinem Video, das ich übrigens sehr interessant und sehr unterhaltsam fand. Ja, Heiko, was willst du denn anderes machen, als deine eigene Meinung hier kundtun? Ja? Das ist doch genau das, was mich interessiert. Ja? Also wenn ich jetzt was objektiv Abgewogenes haben will, dann lese ich einen Lexikon-Artikel über Latakia, aber das bringt mich als Pfeifenraucher nicht unbedingt weiter. Ja? Sondern mich interessiert deine Meinung zu den Dingen, und wenn du dann halt sagst, ja, der Tabak, der schmeckt gut oder der schmeckt nicht gut, dann kann ich mich damit auseinandersetzen und mich informieren, andere Reviews gucken oder Sachen im Internet lesen, und dann kann ich da eben als denkender Mitmensch, komme ich dann eben zu einer Meinung. Deswegen, lass das einfach weg. Sag einfach deine Meinung, wie sie ist. Die interessiert mich. Ja? Und ganz subjektiv interessiert mich die, und deine subjektive Meinung ist das. Und das ist auch gut so, dass es deine subjektive Meinung ist, denn wie gesagt, ja, es geht meines Erachtens, da ich ja Subjektivist bin, geht's nicht anders. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr ja mal eine Rückmeldung geben. Ich habe noch ein paar andere Themen drauf, die uns hier philosophisch vielleicht ein bisschen weiterführen könnten auf unserem Pfeifenkanal. Wenn nicht, dann könnt ihr das ja auch ganz subjektiv kundtun. Auf alle Fälle bleibt gesund, lasst die Pfeife nicht ausgehen, und wir sehen uns hier auf meinem Kanal, euer Kraut68. Bis dann, ciao.